Immer mehr Unternehmen beschäftigen sich mit Mobilrobotik. In diesem Bereich gibt es sehr, sehr viele Begriffe, die wir heute gerne ein bisschen erklären möchten, um ein bisschen Licht in den Dschungel der Begrifflichkeiten zu bringen. Dafür wechseln wir jetzt direkt in die Präsentation. Sie sehen auf der Titelfolie FTS, FTF, AGV, AIV. Es gibt wirklich vieles. Und wir tauchen einfach mal ein in dieses Thema und starten mit dem Begriff FTS. Es gibt eine Definition laut dem VDI, eine Richtlinie 2510, die ich Ihnen hier jetzt mal kurz einblende. Man sieht, es handelt sich um ein fahrerloses Transportsystem und hierbei handelt es sich um innerbetriebliche flurgebundene Fördersysteme, wichtig mit automatisch gesteuerten Fahrzeugen, die aber primär dem Materialtransport dienen und nicht dem Personentransport. Sie werden innerhalb und außerhalb der Gebäude eingesetzt und haben folgende Bestandteile: ein oder mehrere fahrerlose Fahrzeuge, eine Leitsteuerung, dann Einrichtungen für die Standortbestimmung und Lageerfassung, Datenübertragung muss gewährleistet sein und natürlich eine entsprechende Infrastruktur und periphere Einrichtungen. Wir sprechen also hier immer vom Gesamtsystem, also dem fahrerlosen Transportsystem. Aktuell keimt parallel zu dem Wunsch, Mobilrobotik im Unternehmen einzusetzen, auch ein weiterer Wunsch auf. Und das ist der Wunsch nach einem Leitsystem für gemischte Flotten verschiedener Hersteller. Dafür dient als Basis zum Beispiel die VDA 5050. Gehen wir weiter in den Abkürzungen. Der nächste Begriff, den ich gerne kurz erläutern möchte, ist der Begriff FTF. Beim FTF handelt es sich um ein fahrerloses Transportfahrzeug oder eben in der englischen Variante AGV für Automated Guided Vehicle. Zunächst einmal ist auch das ein flurgebundenes Fördermittel mit einem eigenen Fahrantrieb, das automatisch gesteuert und berührungslos geführt wird. Für die Navigation werden optische, magnetische und induktive Leitlinien verwendet. Es ist außerdem möglich, eine sogenannte Raster- oder Lasernavigation zu verwenden. Und dieses System gibt es wirklich schon seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten. Es ist ein bewährtes System, es ist einfach, es ist robust und die Komponenten sind relativ preiswert. Wie jedes System hat aber auch das natürlich Nachteile. Heißt also, in dem Moment, wenn Sie im Setup sind, also bei der Implementierung, beim ersten Ausrollen des ganzen Systems oder wenn Sie Änderungen vornehmen müssen oder die Leitlinien, die im Boden sind, zum Beispiel austauschen, weil durch die ständige Benutzung, durch das Drüberfahren einfach die Markierungen mit der Zeit verwittern oder kaputt gehen, dann ist da immer ein sehr hoher Aufwand dahinter. Ähnlich ist es mit Art und Material dieser Leitlinie. Die ist natürlich abhängig von der Bodenbeschaffenheit. Unter Umständen ist es eben nicht überall einsetzbar und somit verliere ich auch wieder an Flexibilität, wenn ich zum Beispiel Änderungen in der Fahrstrecke im Fahrkurs habe. Hier sind einmal ein paar Bilder gezeigt. Ganz links eben eine Spur, die sogar in den Boden eingelassen ist. In der Mitte sehen Sie eine Markierung auf dem Boden, ein klassischer Magnetstreifen zum Beispiel. Man sieht hier hin und wieder jetzt auch schon QR-Codes oder man geht eben an die Regalwände und macht Markierungen an die einzelnen Positionen im Regal. Gehen wir eine Stufe weiter. Der Begriff des AMR, das ist jetzt die Welt, in der sich Omron sehr gut auskennt, das sind autonome mobile Roboter oder sympathischerweise mit der gleichen Abkürzung Autonomous Mobile Robots. Es geistern hier auch noch ein paar andere Begriffe rum, wie zum Beispiel AIV, das stand für Autonomous Intelligent Vehicle. Und es gibt auch in den einzelnen Unternehmen oder Konzernen eigene Begrifflichkeiten für die Fahrzeuge. Momentan am Markt ist aber der Begriff des AMR durchaus gängig. Ein autonomer mobiler Roboter, und da sind wir jetzt beim Hauptunterschied, ist bezüglich der Navigation ein ganzes Stück anders. Der bewegt sich nämlich selbstständig, agiert selbstständig, ohne Markierungen im Boden. Die Basis dafür ist die sogenannte SLAM-Navigation. SLAM ist die Abkürzung für Simultaneous Localization and Mapping.
Das heißt also, der Roboter hat eine Karte in seinem Gerät gespeichert, die man vorher aufzeichnet, und der vergleicht immer die aktuellen Readings, die sein Sensor vorne hat, sein LiDAR sozusagen, mit den Werten in der Karte, und so navigiert er. Das ist ein sehr ausführliches Thema, möchte ich jetzt nicht viel tiefer einsteigen. Wie gesagt, wir sind nur bei den Begrifflichkeiten. Deswegen einfach nur ganz oberflächlich, SLAM ist die Basis für die Navigation von autonomen Fahrzeugen. Ja, und dann kann man natürlich auch verschiedene Autonomiegrade unterscheiden. Zum Beispiel auch hinsichtlich des Energiemanagements, also wie lädt sich der Roboter, wann lädt er und so weiter. Hier hat auch der VDI einen Leitfaden vor kurzem veröffentlicht, der sich mit diesen unterschiedlichen Autonomiegraden beschäftigt. Ja. Was aber auch auffällt, ist, jeder Hersteller von Mobilrobotern entwickelt sich weiter, und so können wir in den letzten Monaten und Jahren feststellen, dass sich diese beiden Welten immer mehr annähern. Hier ein kurzer Screenshot, so sieht der Leitfaden aus, den können Sie natürlich jederzeit im Internet finden oder bei Omron bei mir beziehen. Einfach eine kurze Nachricht und dann können wir Ihnen das zukommen lassen. Ja, warum nähern sich diese beiden Welten an? Das ist ganz einfach, weil wir, und ich würde es jetzt gerne nochmal kurz erklären, was eigentlich die Unterschiede sind, was man sich darunter vorstellen kann zwischen dem AGV und dem AMR. Hier am Beispiel eines Zuges, das kennen Sie alle. Der Zug hat einen fixen Zeitplan, eine fixe Route und auch die Flotte ist relativ fix. Man hat eher eine Push-Strategie, das heißt, der Zug kommt, man steigt ein und fährt. Ja. Man kann ihn sich nicht wünschen, dass er jetzt doch kommen sollte, wo es doch gerade in Strömen regnet. Sobald wir einen Defekt auf der Schiene haben, ist diese Route blockiert. Wir sprechen beim AMR eigentlich eher von einer Art Taxilösung. Das heißt also, wir holen uns das Taxi, den Roboter, auf Abruf. Der Taxifahrer, wenn er es gut mit uns meint, wählt die kürzeste Route. Das tut der AMR auch sehr selbstständig. Er nutzt die bestehende Infrastruktur im Unternehmen und ist natürlich sehr flexibel und leicht skalierbar. Wir sprechen also hier eher von einer Pull-Strategie. Wir holen uns den Roboter, wenn wir ihn brauchen. Und er fährt dann genau dahin, wo er hin soll. Im Unterschied zu ACVs gibt es aber noch ein paar andere Punkte, und den obersten sehen Sie gleich hier, die Flexibilität. Schon bei der Installation, also wie bringe ich dieses System zum Laufen mit AMRs, haben wir einen großen Unterschied. Es geht nämlich viel, viel schneller, weil wir keine Navigationshilfen installieren müssen. Ja. Wir machen eine Kartierung, wir setzen ganz einfach gesagt einen Abhol- und einen Zielpunkt und schon kann es losgehen. Auch bei der Navigation, die eben beim AGV über diese Bodenmagnete, Markierungen, was auch immer funktioniert, haben wir einen großen Vorteil, weil der AMR eben selbstständig steuert und das Ganze sicher ohne Leitmagnete oder andere Markierungen macht. Hindernissen weichen unsere Roboter aus, ohne dabei anzuhalten. Wir haben hier inzwischen sogar ein sogenanntes Dynamic Obstacle Avoidance. Das bedeutet, der Roboter erkennt sogar den Weg des Hindernisses, also ob jetzt ein Mensch, ein Routenzug, was auch immer, und trifft eine aktive Pass-Behind-Entscheidung. Heißt also, er fährt hinter dem Hindernis vorbei. Ja, wir sind wieder beim AGV. Das Zugbeispiel von vorhin, sobald, wie hier skizziert, eine Palette auf dem Boden liegt, im Weg, auf dem Streifen, dann bleibt er einfach stehen, das muss er, das ist safe, aber er bleibt halt stehen, bis diese Palette entfernt wurde. Bei den drei letzten Punkten bezüglich Kartenänderungen, Zieländerungen und der gesamten Skalierbarkeit ist es natürlich bei einem AMR denkbar einfach. Beim AGV erfordert es immer werkseitige Modifikationen, haben wir es genannt. Und das ist meistens mit dem Einsatz von vielen Leuten und viel Zeit verbunden. Man hat also eben eine sehr geringe Flexibilität. Wird aber auf der anderen Seite von uns als Verbraucher immer mehr gefordert, dass wir eben individuelle Produkte haben, dass wir schnell ändern können, auf Marktanpassungen reagieren. Und da brauchen wir eben eine Mobilrobotiklösung, die das gewährleisten kann. Ja, auch im Vergleich zu Gabelstaplern gibt es bei AMRs sicherlich einige Vorteile. Man braucht qualifizierte Fahrer. Es gibt nicht wenige Kunden, die mit uns sprechen und sagen, ich kriege einfach keine Fahrer mehr.
Die müssen geschult werden. Ja, es kann zu Unfällen kommen. Wir alle kennen diese Videos, wo ein Gabelstaplerfahrer in ein Regal rauscht und das ganze Ding über ihm zusammenbricht. Das müssen wir verhindern. Und ein paar weitere Punkte an der Stelle noch. Klar, die Kosten. Wir brauchen drei Fahrer und ein Fahrzeug für die drei Schichten. Menschliches Versagen und natürlich auch Traceability, Rückverfolgbarkeit sind da einfach nicht so gegeben. Ja, beim Mobilroboter brauche ich keine Menschen für das Fahren, sondern ich brauche Menschen, die das in Betrieb nehmen, was immer, immer einfacher wird. Schulungsaufwand wird reduziert. Ich habe Sicherheit rund ums Gerät, zum Beispiel mit Seitenlasern, vorne Lasern, hinten Lasern. Das bieten diese Geräte. Wartungsaufwand wird reduziert. Ja, ich kann Dreischichtbetrieb fahren. Er macht keine Fehler. Und ich kann natürlich die Rückverfolgbarkeit gewährleisten, weil es einfach Teil des Gesamtsystems ist. Und so entstehen mit Sicherheit auch ROI-Vorteile, wenn man sich mit der Kalkulation solcher Systeme beschäftigt. Ich habe Ihnen jetzt noch ein Beispiel mitgebracht aus der Entwicklung, was ich vorhin gesagt habe, dass sich diese beiden Welten immer mehr annähern. Das nennen wir optionale Autonomie. Was bedeutet das? Wir können quasi in der Karte festlegen, wann sich der Roboter wie ein AGV bewegen soll. Ja? Und zwar ohne Magnetband oder sonstige physische Führungen. Also das heißt, ein AMR agiert immer voll intelligent und flexibel. So ist das normalerweise. Es gibt aber manchmal auch Staus in Durchgängen, engen Bereichen und so weiter. Und es sind mehrere Geräte für die Verkehrssteuerung auf der Karte erforderlich. Ja? Jetzt machen wir das anders. Mobile robots use natural feature navigation and are far more flexible than automated guided vehicles that must always follow the same path. But some applications need the robots to follow a designated path in certain areas of your facility. Introducing selectable autonomy. Omron's mobile robots can now select when to be fully autonomous and when to stick to a specific path, similar to an AGV. But unlike an AGV, no magnets, lines, nor beacons are necessary to enjoy the benefits of maximum flexibility without expensive infrastructure changes. Ja, was Sie hier in dem Video gesehen haben, würde ich gerne noch mit einem weiteren Video erläutern. Wir können tatsächlich mit dieser optionalen Autonomie die Zykluszeit um bis zu 15% reduzieren. Ja, kann auch mehr sein. Wir haben weniger Staus, wir brauchen weniger Geräte zur Verkehrssteuerung und ja, letztendlich sind wir insgesamt als Anwender mit Robotern in dieser Mensch-Maschine-Kollaboration durch die gleichmäßigere Bewegung auch etwas sicherer unterwegs. Warum? Weil wir uns nicht so angegriffen fühlen durch zum Beispiel einen Mobilroboter, der auf uns zukommt und nicht so genau weiß, wo er hin soll. Deswegen haben wir ein Beispiel mitgebracht hier, so ein typischer Fall ohne diese optionale Autonomie. Sehen Sie, die Roboter treffen sich, jeder tut, was er kann, die weichen sich aus, definieren eine neue Route, aber das kann natürlich ja, in Einzelfällen wirklich zu Problemen führen. Schlussendlich lösen sie diesen gordischen Knoten wieder auf, sehr intelligent, aber ehrlich gesagt, es ist nicht ganz rund und wir verlieren wirklich sehr viel Zeit. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal mit optionaler Autonomie an. Das werden Sie gleich sehen. Der vordere Roboter hält einfach kurz an, der hintere fährt vorbei. Und so erreichen wir natürlich eine viel, viel bessere Zykluszeit. Genauso in dem dritten Beispiel sehen Sie hier, der Roboter fährt durch einen engen Gang. Ein weiterer kommt entgegen. Man muss sich ausweichen. Das funktioniert alles. Da sind wir wieder bei diesem Gefühl der Menschen, die mit Robotern zusammenarbeiten. Das sieht irgendwie komisch aus. Mit dieser Selectable Autonomy wiederum geht es ganz einfach. Wir legen also quasi den Roboter, die Roboter an die Leine für einen kleinen Ausschnitt in der Karte. Tolles Feature, wird sehr häufig genutzt und das unterstreicht eben auch den Weg von Omron, dass wir hier eine gewisse Stringenz, eine Stringenz in der Weiterentwicklung unserer Features einfach gewährleisten wollen. Ja, dann habe ich noch ein Anwendungsbeispiel für dieses eingangs erwähnte Thema der gemischten Flotten dabei von einem Kunden der Firma Siemens in Erlangen. Wir dürfen dieses Material benutzen. Die haben jetzt seit über 6 Jahren Mobilroboter im Einsatz. Sie sehen hier oben rechts die schwarze Lösung, in dem Fall ein ESD-Modell, weil wir in der Elektronikfertigung sind. Aber sie haben auch noch ein Staplersystem,
ein bekanntes im Einsatz und nutzen beide Systeme parallel. Ja, wir haben hier einen Vortrag gehabt vor ein paar Wochen bei der FDS-Fachtagung, wo der Michael Grüner das Konzept vorgestellt hat, wie das Ganze zusammenarbeitet. Sie sehen in diesem Slide, wir sind inzwischen bei unseren Mobilrobotern bei 1 Million Jobs. Ja, das ist tatsächlich eine Nummer. Wir haben da 2016 damit angefangen und jetzt nach diesen 6 Jahren, wenn man so will, haben wir den 1 Millionen Job ausgerollt. Also ein verlässliches System. In dieser Folie stehen noch 21 Roboter. Wir sind jetzt aber schon bei knapp 30. Das Ding wird immer weiter skaliert. Ja, und parallel dazu sind eben die anderen Roboter auch im Einsatz und das Ganze wird gesteuert durch ein zentrales System, was da oben drüber hängt, das sogenannte Cerberus-System. Und so werden eben beide Systeme nebeneinander betrieben. Ja, man sieht hier, das ist die Truppe, die das macht, der Michael Grünert und sein Team. Und hier sind noch ein paar Key Successes, die ich gerne noch weitergeben möchte. Start with easy tasks, das ist tatsächlich wichtig. Fangen Sie einfach an. Auch die haben mit einem Roboter gestartet vor 6 Jahren. Und die weiteren Punkte, die da stehen, unterstreichen einfach, wie man ein Mobilrobotikprojekt zum Erfolg führen kann. Ja, wichtig ist, man muss da Spaß dran haben, man braucht ein Team von Leuten, das sich gerne mit dieser Materie auseinandersetzt und dann wird sich auch die Flotte und die Performance kontinuierlich verbessern. Ja, jetzt sind wir am Ende der Präsentation angelangt. Ich wechsle noch mal kurz in diesen Modus hier, bedanke mich an der Stelle und freue mich jetzt auf die Fragen von Ihrer Seite.